Okay. Jetzt haben wir Barbarenhandschuhe bekommen und wir sind noch eine Stufe gestiegen. Ja, komm hier. Ja, super. Messerscharfer Düsterzahn. Wir sollen doch hier im Norden, wenn man von Winnipeg uns um Dinger kümmern, um Bären. Aber hier. Soll ich jetzt. Ich gehe jetzt einfach nochmal hier rein. Have you been to Newfoundland? You won't find better sodomy in all of Canada. Welcome to the shop. Can I interest you in my wares? Ja klar, so. Was hast du hier? Heiliges Mossad-Messer. Plus heiligen Schaden hat das hier. Uiuiuiui. Füge 15% mehr Schaden zu, wenn du unter 25% bist. Plus 20 Schaden gegen Nazis. Ich frag mich, was das, wie das sich rechtfertigt. Dass das mehr Schaden gegen Dings macht, gegen Nazis macht. Okay, hier haben wir Pusche zeigt nach oben zum Himmel. Atmungsaktiv, um Handauflegen zu ermöglichen. Okay. Das Gewand von jemandem, der wahrhaftig Gott mit Gott geht. Okay. Okay. So. Hier ist ein Biber am Rennen. Justin vielleicht. So. Also hier haben wir eine Kirche, eine dicke, fette Kirche. Ein Priester. Ein kleiner, dicker Priester oder ein großer, dicker Priester. Sucht es euch aus. Hui! Ja, was ich hier alles so bei Zelda gelernt habe, das kann man hier auch einfach mal anwenden. 16-Bit sind mir 16 zu wenig. Diskus des Blutes. Das Ziel beginnt bei einem perfekten Angriff zu bluten. Trifft bis zu zwei zufällige Ziele. Geil. Hier, Mann, jetzt haben wir so eine Rasierplatte. So eine Kreissäge. Eine Kreissäge. So. Ich hab gedacht, der hat uns mehr zu sagen. Okay, dann eben nicht. Vancouver. Ui. Okay, Vancouver. Meine Fresse. Ob wir hier unsere... Hockey is quickly becoming the world's 11th most popular sport. Ja. Ob wir hier unsere Lieblingskanadier finden werden... Terrence und Philip. Ja, werden wir. P und T. Ja, hier wohnen sie. Na super. Aber ich glaube, hier kommen wir noch früh genug hin. Ach ja, ach ja, ach ja. Ich mache jetzt erstmal die Aktion da mit den Düsterbären, ja. Bevor wir dann hier weiter rennen. Müssen wir jetzt eigentlich, jetzt kommen wir da einfach nur an dem Typen daran vorbei, ne? Und dann müssen wir halt den Düsterbären killen. Leck doch am Arsch. Laseraugen. Das finde ich jetzt mal ein bisschen fies, ja. Wieso kriegen wir jetzt hier gleich mal einen Ponybrand? Sauerei. Okay, Angriff erhöht. Also, erste Sache ist, du kriegst jetzt erstmal eins in den Arsch geschlagen. So, das Vieh ist erstmal betäubt. So, Düsterklaue. Okay.
Jetzt, nächste Sache ist, Cartman gibt uns erstmal noch einen Cheesy Smacky und kann erstmal dann hier den... So. Ernsthaft. Ihr seid echt widerliche Schweine, ihr stinkenden Bären. Okay. Die Buffs entfernt und jetzt geht's wieder rund. Der ist down. Und Cartman, jetzt kannst du mal den einfachen. Wollen wir hier erstmal die magische Rakete. So, eine Binde ist das, okay. Jetzt kann er mal den Move reinknallen. Okay, drücke A, wenn du das Blinken siehst. Ja, genau. Düsterbärenpelz, wuhu! Und düster Herz, düster Klaue, meine Fresse, was die hier alles so haben. Machttränke. En masse. You know what a dire bear is, right? Haben wir doch. You know what a dire bear is, right? Haben wir doch besiegt, das Ding. Was der will, ey, was der will. By Jove, you've done it. Look at all these dire bear pelts. Now I can finally make a dire robe. Alright, give me that document. Yes. This is actually written in the language of Eastern Canadian. The Minister of Montreal can translate it. But I'm afraid the Prince has imprisoned the Minister of Montreal in the caverns of Quebec. I will speak with the Prince. Return to him, and he should let you speak with the Minister. Boy, oh boy, I will have the most dire robe in all of Canada. Ja, von Winnipeg. Na super, jetzt haben wir... jetzt haben wir 70 Freunde Vorteil uns freigespielt. Jetzt bin ich mal gespannt. Oh, wir sind Level 15 und wir scheinen nicht mehr Erfahrung zu bekommen. Also das, was wir jetzt da haben, das ist alles, was wir haben können. Okay, nein. Ich wollte jetzt erstmal gucken. Konterfurz, Kraftrausch, Pyromane, bewirkt zusätzlichen Schaden. Der Angriff... Bewirkt zusätzlichen Schaden bei brennenden Gegnern. Perfektioniert die Kunst des Verhöhnens. Deine maximale Gesundheit wird um 20% erhöht. Auf dich angewendete Debuffs erhalten eine Runde weniger als normal. Das ist natürlich auch blöde. Du nimmst viel weniger Schaden, wenn du schwer verletzt bist. Ich würde mal sagen... Jo, hier, komm. Schmutzige Kriegsführung oder... Wiederbelebungstränke, die du auf dich oder deinen Begleiter anwendest, bringen dem Empfänger die, jetzt die volle Gesundheit zurück. Dann machen wir erstmal das hier. So, wir werden auch so einige Freunde finden, hoffe ich, dass wir noch ein paar Vorteile bekommen. So, jetzt müssen wir nochmal mit dem Prinzen sprechen. Hallo. You are. I understand you wish me to release the Minister of Montreal. I'd like to help you, but I think this might be another ploy by the Bishop of Banff to have Montreal allowed back into the kingdom. Some Canadians think our nation should be united again, my lord. Shut up! Who the fuck are you? Listen, it's all because the Bishop of Banff is a liberal. He does these things just to make life difficult for me. I must ask you to perform another noble quest. Go to Banff and kill the bishop. Kill the Bishop of Banff? Shh, you, shh. Kill the Bishop of Banff for me, and bring me his balls as proof. Do this, and I shall allow you into the catacombs of Quebec. Make haste! Easy. Machen wir gerne. So einen dicken Bischof einfach mal umsnacken. Kriegen wir hin. Nichts leichter als das. Oh, jetzt sind hier sogar kleine dicke Bären. Banff. Okay, jetzt muss... Jetzt müssen wir sogar die Schlange töten. Come at me, brah.
düster, AIDS. Willst du mich verarschen? Was ist das für ein Debuff? Düster AIDS. Du erhältst einfach mal AIDS. Okay, Cartman. Du darfst jetzt erst einmal die magische Rakete. Oh ja, dann ist das Vieh erstmal angewidert. So, und jetzt darfst du auch nochmal deinen schönen kleinen Fluch rausknallen. Bullcrap! Skank! Bastard! Fuck! Whore! Shit! What? Stop! Du Vieh! Easy. Okay. Ja, das ist halt immer hart, so viele Knöpfe zu drücken. 12.000 Damage, geil. Dude, you got dire AIDS. So wiederholt immer und immer denselben Knopf zu drücken. Echt unglaublich. So. The Prince thinks Canada is a monarchy. What's this? Who the fuck hits a bishop? Wer zum Teufel schlägt einen... Assassin! Halt, Moment, ich krieg mal... Ich hab mein düster AIDS noch nicht weggekriegt. Ich dachte, das ist nach dem Kampf vorbei. This one time, when I didn't like a kid, I ground his parents up into chili and fed it to him. Remember the golden rule! So. Also eine geile Sache ist, wenn man mit Cartman zusammenkämpft, dass man dann halt hier diesen Debuff bekommen würde mit angewidert. Also den haut er ja eigentlich so gut wie dann immer raus. Okay, und jetzt geht's wieder rund. Ha! Not very cute, spastic, cold, dumb, dumb, ginger, shut up, alcoholic, black, foreskin, wiener, piece of crap, lame-o. Love thy neighbor. Kommunion? Was? Wie viel? Ah, okay. Ne, er hat nur die Hälfte wieder zurückbekommen. Ich überlege gerade. Nehme ich doch... Ja, komm hier, exekutieren. Hui! Okay, dann hat er nochmal ein bisschen weniger Rüstung. Und Cartman, du kannst ja dann gleich nochmal deine magische Binde auf ihn draufwerfen. Haja! Pfui, Teufel. Pfui, 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 pfui. So, möchtest du... ach, komm hier. Was soll der Geiz? Nutsack, Harry Bow, Dildo, Dick, Ballsucker, Dribbled Sack, Sandy Vagina, Veiny Boner, Cox, Penises. Ja, so hat Cartman unter anderem auch... Saddam Hussein bezwungen, ja, und das ist natürlich auch ein gutes Zeichen. Wenn er Saddam Hussein besiegen kann, dann kann er natürlich auch so einen Bischof bezwingen. Easy. Okay, okay, whoa, whoa, whoa. Please, you don't have to kill me. I'll go away and the prince will never know I'm alive. Please, take these dire pig testicles and tell the prince they're mine. Bischof fertig machen. Düster Schwein Testikel nehmen oder... Ah! Bless you, my son. It'll be our secret. Wow, good thing I saved these. Oh, come on, dude. We should take his balls anyway, so we have extra. Genau, komm. Wir brauchen jetzt hier nicht so einen Typen töten. So einen alten Mann. So einen alten, stinkenden, ranzigen Mann. Warum wir doch jetzt hier nicht einfach mal fertig machen? Ach ja. Wir haben schon... Unser Weg ist doch eh schon mit Leichen gepflastert. Erst recht nach der Nazi-Zombie-Aktion, ja. Da brauchen wir jetzt nicht sinnlos irgendwelche Unschuldigen töten. Is he dead? Did you kill him? Yay, the bishop's balls! Now religion won't interfere with government. How can we ever repay you? You said you would free the minister of Montreal, my lord. Sorry, no can do. With both the bishop and the minister taken care of, my throne is secure. But my liege, we made a promise. Shh, you... Quickly, you must speak with the Duke of Vancouver. He can help you get into the catacombs of Quebec. Give the Duke this. Hurry now. That was very thoughtful.
Sehr geil. Na super. Also das finde ich auch mal sehr schön. Dass sich die Leute hier jedenfalls drüber freuen, wenn man forzt. Ja, super, geil. So muss es sein. Ja, immer irgendeiner freut sich. Das ist doch schön. Okay, jetzt können wir noch nach Vancouver. Aber ihr seht, Kanada ist nicht so groß besiedelt, ja. Okay, jetzt müssen wir den Duke finden. Welcome to Vancouver, the San Diego of Canada. Ja, sehr schön. People come from far and wide to buy our 2010 Winter Olympics merchandise. People come from far and wide. Welcome to the shop. Can I interest you in my wares? So, was hat, hast du denn? Zauberstab des Erzmagiers. Okay, du erhältst 5 MP bei einem perfekten Angriff auf brennendes Ziel. Okay. Waffenaufsätze hast du? Okay. Das ist so ein kaputter Schild, den brauchen wir natürlich nicht. Yes, yes, I know. But Ottawa is clear on the other side of Canada. How are we supposed to get there? A letter from the princess? What the? Why, according to this, the prince had something to do with the bishop's murder and has imprisoned the minister unjustly. Young man, if you wish to brave the catacombs of Quebec, you would have to speak with the monks who live to the southeast of town. Only they could train you in such sorcery. Mhm. Da hinten ist was. Haha! Holzfällerbart. Axt des Zerfleischens. Barbarenhelm. Okay. Super. Ein Barbarenhelm. Da bin ich doch gleich mal gespannt. So, haben wir hier noch irgendwas? Nö. Uns fehlt dann eigentlich nur noch die Barbaren, Rüstung. Weil die Handschuhe hatten wir ja schon von dieser komischen Spinne bekommen gehabt. So, und jetzt gehen wir mal hier runter. Der hat ja gesagt, hier sind ja irgendwo die Mönche. What is the sound of one anus farting? Now you know. That's good. He Someday knows. I would dragon shout. Do better. Any magician's apprentice can dragon shout. It's not like he farted into his hand and hit you in the face with it, Philip. Moment. Okay. Komm, warte mal. Jetzt machen wir noch den. Your insides are rotten, brah. What is the sound of one anus farting? Now you know. Go on, keep proving yourself to us. Go on, keep proving yourself to us. Okay. Wow. What is the sound of one anus farting? Now you know. Nice, brah. Those ones hurt, huh? Wie soll ich mich jetzt beweisen? My God, he can cop a spell. If he's really good, how come he can't sneak a fart behind your fast? Ah, okay. The sneaky squeaker. Very impressive. He is worthy of our training after all. Yes. Prepare thyself, child. It is time for you to learn some true magic. Nein! Matrix! Oh, nein, jetzt war... Your magic is impressive, young American. Alter, ey, ernst... Oh, nein! Thunderpants of Nova Scotia have we seen such prowess. Okay. But now, you must learn to control your anus muscles in just the right way to change a spell's frequency. Some objects seem too large to be damaged by magic, but now I will break through it with Nagasaki! Here, watch again! Now you try! Believe in yourself! Hmm.
now, now. You call that a fart? You must focus harder and push harder, too. Here, watch again. Narazaki, yeah? Now you try. Okay. Believe in yourself. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Das krieg ich hin, das krieg ich hin. Runterdrücken. Nein! Oh, jetzt geht's wieder los hier. You must focus harder and push harder. Here, watch again. Now you try. Believe in yourself. Ich glaub an mich selbst, Mann. These three pedophiles from Alberta will have their way with you unless you damage them all with one move. Nagasaki! Nagasaki! That's it! You have the power! I've got the power! Na super! You did it! Now go out and use your anus for the good of mankind! And don't ever, ever fart on a man's balls. Ja, das wissen wir. You're supposed to go to the catacombs of Quebec now. Okay. So, 5 neue Freunde. Philipp, Terence, ja, okay. So, jetzt haben wir 75 Freunde. Unglaublich, Alter. Unglaublich. Oh, Kanada. Geh zu den Katakomben von Quebec und rette den Minister von Montreal um den neuen Furz, damit er die... Okay. So. Ja, jetzt die Frage, wo sind die Katakomben gewesen? Achso, hier kommen wir nicht weiter ran. So. Ich wandere jetzt nochmal hier oben kurz zu den, zu dem Ehepaar hier. The poor bishop. I will mourn him for a long time to come. Ja. Moment. Nagasaki hier.